Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal zeige ich euch, wie wir die Base für unser Figurenshooting selber gemacht haben. Als Basis haben wir zwei runde Holzplatten mit einem Durchmesser von 80 cm verwendet. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Da wir nicht das nötige Equipment dazu zu Hause haben, haben wir uns für fertig zugeschnittene Holzplatten entschieden. Ursprünglich war geplant, dass wir nur Holzbalken als Stützen verwenden. Da die aber nicht hoch genug waren, haben wir noch Reststücke von der runden Holzplatte verwendet. Dann haben wir die Holzstücke auf die gewünschte Größe zugeschnitten und zusammengeschraubt. Um zu gewährleisten, dass unser Podest auch gerade wird, haben wir eine Bohrung durch beide Platten gemacht, in der die Hauptstütze befestigt werden soll. Zusätzlich haben wir noch eine Markierung hinzugefügt, wo die Platten aufeinander gehören. Wir haben mit einem Senker gearbeitet, damit die Schrauben in der Platte verschwinden. Als nächstes haben wir durch unsere Hauptstützen komplett durchgebohrt, um diese an den Platten zu befestigen. Nun ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt. Die Schraube muss durch die Platte durchgebohrt werden, aber nur so, dass sie ganz knapp auf der anderen Seite wieder rauskommt. Dann muss die Schraube auf das vorgebohrte Loch von der Stütze platziert werden und dann kann sie ganz durchgebohrt werden. Damit unsere Base noch etwas stabiler wird, haben wir noch weitere Stützen zugeschnitten, wieder aus den Balken und den Reststücken und das Ganze dann zusammengeleimt. Anschließend haben wir unsere Stützen ausgerichtet und mit Holzleim festgeklebt. Als nächstes muss die zweite Platte angebracht werden. Auch hier arbeiten wir wieder mit einem Senker, damit die Schrauben in der Platte verschwinden und tragen dann den Holzleim auf die Stützen auf. Hier müssen wir auch wieder darauf achten, dass die Platte ganz genau platziert wird und die Schrauben auf die vorgebohrten Löcher der Stützen passen. Um das Ganze zu fixieren, haben wir ein schweres Gewicht auf unseren Platten platziert. Dieses kann man aber auch mit Schraubzwingen ersetzen. Unser Grundgerüst steht nun und kann auch erstmal in Ruhe trocknen. Wir machen uns jetzt an die Verkleidung der Seiten mit Polystyrolplatten. Leider haben wir die Platten nicht in der richtigen Länge bekommen, also dass sie einmal komplett um unsere Base drumherum gehen. Deswegen mussten wir leider ein bisschen stückeln und haben noch so kleine Holzstützen zugesägt, die wir zur Befestigung nutzen. Unsere zugeschnittene Polystyrolplatte haben wir angeraut, damit der Kleber besser hält, den Kleber dann aufgetragen und die Platte an unserem Grundgerüst angebracht. Hier muss man allerdings darauf achten, dass man möglichst schnell und genau arbeitet, da der Kleber recht schnell trocknet. Es funktioniert natürlich nicht immer, dass die Seitenteile exakt mit der Fläche oben abschließen. Deswegen haben wir das noch ein bisschen zugeschnitten mit einem Cutter. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, dass man sich dabei nicht schneidet und immer schön vom Körper wegschneiden. Und danach haben wir das Ganze noch glatt geschliffen, um eine möglichst gute Basis für unseren nächsten Schritt zu haben.
Jetzt wollen wir unsere Base natürlich so glatt wie möglich bekommen. Zum einen müssen wir ein paar Lücken füllen und zum anderen wollen wir die Holzstruktur verschwinden lassen. Dafür nutzen wir Autospachtel. Den Prozess von Spachteln und Schleifen muss man einige Male wiederholen, um eine schöne glatte Oberfläche zu erhalten. Nun muss man sich nur noch für eine Farbe entscheiden und das Ganze ansprühen. Wir haben zuerst mit einer Grundierung gearbeitet, dann die Farbe aufgetragen und anschließend noch einen Lack, der das Ganze schützen soll. Wichtig oder ratsam ist hier, dass man die Farbe und auch den Lack immer in dünnen Schichten aufträgt, um eine schöne glatte Oberfläche zu erhalten. Das ist zwar etwas zeitintensiver, dafür wird das Ergebnis aber umso schöner. Wir haben am Ende noch so kleine Filzfüßchen unter die Base geklebt, die kennt ihr bestimmt von Stühlen oder von Tischen oder so. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Hier könnt ihr die Base auch mal im Einsatz sehen und anschließend gibt es auch noch die Shooting-Ergebnisse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst mir die doch gerne in den Kommentaren da. Und ich würde mich besonders freuen, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert.